Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem Digitalgottesdienst am Sonntag vor Pfingsten. Der heutige Sonntag heißt Ex Audi. Das bedeutet, erhöre uns. Und gerade im Blick auf das bevorstehende Pfingstfest lädt uns dieser Sonntag ein, Geduld zu haben und auf Gott und seinen Geist zu warten. Lasst uns diesen Gottesdienst nun gemeinsam feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An dieser Stelle schon ein herzliches Dankeschön allen, die an diesem Gottesdienst mitwirken. Und nun lasst uns einstimmen in das schöne Morgenlied, die güldene Sonne, voll Freud und Wonne. Das Lied Nummer 449. Wir hören auf Worte aus dem 27. Psalm. Der Herr ist mein Licht, er befreit mich und hilft mir. Er ist meine Zuflucht und mein Schutz, darum habe ich keine Angst. Mein Herzenswunsch ist es, immer in seinem Haus zu bleiben und seine Freundlichkeit in den Gottesdiensten zu feiern. Wenn schlimme Tage kommen, nimmt mich Gott bei sich auf. Er gibt mir Schutz unter seinem Dach und stellt mich auf sicheren Felsengrund. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Hab Erbarmen und antworte mir. Verbirg dich nicht und sei nicht zornig. Sei meine Hilfe auf ewig und verlass mich nicht. Wenn meine Eltern mich auch einmal verlassen, so bleibst du doch bei mir. Aus voller Überzeugung kann ich sicher sagen, hab Geduld, sei mutig und stark, Gott wird dich tragen. Wir wollen beten. Lieber Gott, wir danken dir für diesen guten Morgen. Danke für die Sonne im Frühling und für alles, was nun wächst und blüht. Wir bitten dich für alle Menschen auf der Welt, dass du bei ihnen bist. Sei bei denen, die krank sind, dass sie gut versorgt werden. Hilf du denen, die alleine sind. Schenke ihnen Gespräche und Freude. Danke Gott, dass du uns lieb hast und bei uns bist. So können wir fröhlich in den Tag starten. Amen. Thank you.
inständig bitte ich Gott, den Schöpfer allen Lebens, dass er euch durch seinen Geist innerlich stark macht, denn er kann aus dem Vollen schöpfen. Im Gebet bitte ich, dass Gottes Liebe in euch durch Jesus Christus stark ist. Seid in ihm verwurzelt und dann könnt ihr im Glauben wachsen. Nur so könnt ihr wirklich verstehen, wie sehr Gott euch liebt. Allein mit unserem Denken können wir das nicht fassen. Gott kann in uns durch seine unvorstellbare Kraft mehr bewirken, als wir glauben. Dafür loben wir ihn durch Jesus Christus in allen Generationen für Zeit und Ewigkeit. Und nun wollen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sali bonani, sali bonani, sali bonani, sali sali, sali bonani, sali sali, sali bonani. Schönen guten Morgen, sali bonani, schönen guten Morgen, sali bonani, guten Morgen, sali bonani, guten Morgen, sali bonani. Sali bonani, sali bonani, sali bonani, sali bonani, sali sali, sali bonani, sali sali, sali bonani. Schönen guten Morgen, sali bonani, schönen guten Morgen, sali bonani, guten Morgen, sali bonani, guten Morgen, sali bonani. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mit welcher Geschwindigkeit ist Christus eigentlich in den Himmel gefahren? Diese Frage, liebe Gemeinde, stellte ein Professor der Theologie im 19. Jahrhundert beim Abendessen dem Rektor in Greifswald, also einem Kollegen. Vermutlich mit ironischem Unterton. Aber schlagfertig kam die Antwort des orthodoxen Professors: Der Himmel befindet sich, so sagte er, jenseits des Sirius. Und Christus ist wohl mit der Geschnelligkeit einer Kanonenkugel dorthin gefahren. Diese scheinbar so gelehrte Aussage kommentierte der andere ironisch: Na dann fliegt er wohl immer noch. Dieser Dialog, liebe Gemeinde, der zeichnet so ein bisschen das Unverständnis aus. In den kosmischen Sphären, da verliert sich der Gedanke der Himmelfahrt ganz schnell im Nebel der Unendlichkeit. In keiner Richtung und mit keiner Geschwindigkeit kann Gott im Rahmen der Astronomie berechnet werden. Himmelfahrt, das beinhaltet keine geografische Koordination, die man ins Navigationsgerät eingeben kann mit der Vorstellung, irgendwann Ziel erreicht, hier vorne sehen Sie die Wohnung Gottes. Und doch, bei manchen Menschen kommt es einem so vor, als würden sie unentwegt in den Himmel schauen, ob sie dort irgendwo Jesus entdecken würden. So wie in dem alten Kinderbuch vom Struwwelpeter, der Hans Guck in die Luft. Ein Junge, der marschiert mit den Augen zum Himmel und was passiert? Er landet schließlich im Wasser, weil er nicht mehr auf die Erde, auf das guckt, was vor Augen ist. Für andere Menschen ist der Blick in den Himmel gar kein Thema.
Für sie ist die Geschichte von Jesus eine Geschichte, die in einem Buch wunderbar niedergeschrieben ist. Man nimmt es zur Hand, man blättert drin, man erfährt, wie Jesus geboren, wie er Wunder tut, wie er heilt, dass nicht alle mit ihm einverstanden sind, dass er sich Feinde macht und verraten wird, dass er stirbt und dass er wieder aufersteht und zu guter Letzt mit seinen Jüngern auf einen Berg geht und verabschiedet wird und verschwindet. Man versteht vielleicht nicht alles, aber bis zur letzten Seite ein spannendes Buch, eine tolle Geschichte, aber die Frage, was hat es mit mir zu tun? Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, heute am Himmelfahrtstag mit dem Geschehenen umzugehen. Das eine ist, immer in den Himmel zu schauen und zu warten oder das Buch nach dem Happy End an Himmelfahrt zuzuklappen und ins Regal zu stellen. Oder aber die dritte Möglichkeit, auf die Fortsetzung bei Lukas, dem Schreiber des Evangeliums, zu schauen und gespannt zu sein, was dort passiert. Denn der Lukas, der klappt den Buchdeckel nicht zu, denn die Geschichte geht weiter. Die Bibel endet, Gott sei Dank, nicht mit der Himmelfahrt. Zunächst, das muss man ehrlicherweise sagen, sind die Jünger wie erstarrt. Sie starren zum Himmel und fragen sich, soll das Ende vom Lied sein? Wo ist nun dein Gott? So fragte schon der Psalmbeter. Und eine Frage, die sich auch die Jünger dann stellen, wo ist Gott nun? Im Himmel? Das ist doch die kürzeste und einfachste Antwort. Aber wo bitteschön ist der Himmel? Wenn Gott im Himmel ist, ist er dann nicht sehr weit weg von mir? Und fehlt er dann nicht genau da, wo ich ihn eigentlich ganz dringend bräuchte, mitten in meinem Leben? Der Himmel und aller Himmel, Himmel können ihn nicht fassen, so heißt es an einer Stelle. Gott ist demnach unfassbar. Und das genau, liebe Gemeinde, ist die Schwierigkeit. Wie ein roter Faden zieht es sich durch die Geschichte der Bibel, dass die Menschen immer die Sehnsucht haben, Gott fassbar zu machen, ihn greifbar zu haben. Sie bauen einen Turm in Babel, um seine Größe zu erreichen. Sie wollen etwas Handfestes haben, sie fertigen ein goldenes Kalb, um einen fassbaren Gott zu haben. Aber Gott im Himmel ist weit weg, und wenn ja, wo ist er überhaupt? So konnte Juri Gagarin vor 60 Jahren zum ersten Mal als Kosmonaut die Erde umkreisend feststellen, dass da im Himmel kein Gott sei, sondern nur Weltall. Der Himmel ist entzaubert, und den überlassen wir lieber den Engeln und den Spatzen, wie Heinrich Heine sagt, oder den Physikern und Astronomen. Aber letztlich ist es nicht so einfach. Wir können unterscheiden zwischen Himmel und Himmel. Wie im Englischen das Wort Sky und Heaven. Sky steht für den Himmel, wo die Flugzeuge fliegen, und Heaven, das ist das Himmelreich, von dem wir hier sprechen. Und die Erfahrung der Bibel und auch der Menschen nach ihnen ist doch, dass Gott immer wieder auch ganz nah ist. Und in Jesus Christus erleben wir, dass Gottes Liebe fassbar und sichtbar wird. Dass wir in ihm Gottes Gegenwart und Nähe erleben dürfen. Denn Jesus hat stets das Leben vor Augen und gleichfalls auch den Himmel. Er betet für die Welt und für die Menschen, die zu ihm gehören. Und für die, die noch dazukommen. Und Himmelfahrt heißt in diesem Sinne nicht auf und davon, aus den Augen, aus dem Sinn, sondern Himmelfahrt schafft Beziehung, hält die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und somit ist Himmelfahrt endgültig der Bogen zwischen Himmel und Erde gespannt und bleibt es auch. Vom Stall zur Himmelfahrt verbindet Alltag und Feiertag den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und deshalb ist Himmelfahrt auch ein Zeichen dafür, dass die Lebensgeschichte Jesu nicht nur an einen Ort festgemacht wird, sondern der Himmel überstreckt sich auf alle Welt, umschließt die ganze Erde mit allen, die darauf wohnen. Die Welt und ihre Verhältnisse, die verändern sich, das merken wir an diesen Tagen zu gut. Aber der Himmel, der bleibt. Und Martin Buber erzählte mal von einem kleinen Jungen, der zu jemandem sagte: Ich gebe dir einen Gulden, wenn du mir sagst, wo Gott wohnt. Und darauf sagte der Junge: Ich gebe dir zwei Gulden, wenn du mir sagst, wo er nicht wohnt. Amen.
Folgendes bekannt zu geben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Und besonders auch ein Dankeschön an Janel, Lennart, Christian und Oliver für eure tolle Unterstützung. Dankbar sind wir auch für Ihre und eure Rückmeldungen, die wir auf die digitalen Gottesdienste erhalten. Das ermutigt uns und lässt uns voller Freude weitermachen. Wer selber Lust hat, mal mitzumachen bei diesem Digitalgottesdienst, das ist gar nicht schwer, der melde sich einfach und dann kriegen wir das gut miteinander hin. Herzlich einladen möchte ich zum kommenden Pfingstsonntag. Hier auf unserem Kirchengelände wollen wir einen Freiluftgottesdienst feiern. In diesem Gottesdienst wird es noch eine Taufe geben, der Posaunenchor wird spielen und Frau Kosak wird am Klavier mit dabei sein. Ein wunderbarer Gottesdienst, eine Gelegenheit, wieder beieinander zu sein, mit den Bestimmungen, die wir miteinander haben. Aber das sind die neuesten Bestimmungen. Wir dürfen draußen auch miteinander singen. Also herzliche Einladung zum kommenden Sonntag, zum Pfingstsonntag, gemeinsam zum Gottesdienst. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Fürsorge helfen. Schicke uns Licht, wenn die Nacht zu lang wird. Schenke uns neue Ideen, wenn uns die Routine im Griff hat. Gib uns Verständnis für die Familie und für die Menschen, die uns nahestehen. Wir danken dir für deine Liebe zu uns Menschen an jenem neuen Tag. Amen. Und nun denken wir an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne. Und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn. Danke Gott, dass du Gebete hörst. Und gemeinsam beten wir nun das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Möge die
Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein. Sanfte Regen auf deine Felder und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein. Und wenn wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und wenn wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Führe die Straße, die du gehst, immer nur zu deinem Ziel bergab. Hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken und den vollen Mond in dunkler Nacht. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nie zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun, liebe Gemeinde, hören wir auf ein Nachspiel, und zwar das Lied Play It, gespielt von Maurice Antoine Poisson in einer Bearbeitung von Michael Schütz.